So, hallo zusammen. Ich wollte euch mal ein kleines Video machen über die Wartung oder beziehungsweise ja, wie man die neuen Magazine von uns, die wir entwickelt haben für die 468, also für einen D-Mark-Schacht, wie für die, ne, der für die 468 ist. Es gibt ja auch einen D-Mark-Schacht, wo hinten das MagWheel reingreift. Ich glaube, das ist bei der, wie heißt sie noch, Storm oder so ähnlich, so Stormer Storm, ich bin mir gerade unsicher. Da sind wir aber noch dran, also sprich, hier hinten noch was zu ergänzen, dass die auch da fluppen. Ja, genau, aber wird das gleiche bleiben, nur hier hinten noch mit einer kleinen Nut drin. Ja, wenn man die öffnen möchte, also sprich, ich möchte die zerlegen, ich möchte die sauber machen. Ist logisch, hier diese Schraube muss raus. Ich zeige das einmal. Da gibt es bitte eine Sache, auf die man achten sollte. Diese Kappe hier unten, die hat einen kleinen Pin, der oben in das große Teil von dem Magazin reingreift. Den Pin kann man, wenn man es ungünstig zieht, dreht, hebelt, könnte man den abbrechen. Wäre jetzt kein Beinbruch, das Magazin würde trotzdem noch laufen, man kriegt es zu, aber muss ja nicht sein. Zur Not, wenn es euch mal bricht, könnt ihr auch hergehen, dann meldet ihr euch, dann gucken wir, dass ihr Ersatz bekommt. Sprich, wenn ich das jetzt öffne, nicht nach oben wegnehmen, in die Richtung, bitte immer erstmal hier runterziehen, weil hier ist dieser Pin, der sonst nachher bricht und hier unten drin festhängt. Na, deswegen bitte immer erst nach unten wegziehen, bevor ihr den hochnehmt. Ja, und dann könnt ihr auch schon die Feder mit dem Follower rausholen. Die Federn, die haben ja immer auf einer Seite, ja, sehen so aus, auf der anderen Seite, ich möchte jetzt nicht abmachen, ist ein bisschen Gefummel, die reinzubekommen. Haben die ja mehrere Windungen platt aufeinander gedrückt. Also ich würde es auch immer wieder so reintun, dass der hier vorne einfach drauf sitzt. Na? Ja, also jetzt könntet ihr hier reinigen. Mit Chemikalien würde ich jetzt ja nicht unbedingt dran gehen. Also sprich mit irgendeinem aggressiven Reiniger oder so, aber ist ja eigentlich auch nicht nötig. Zur Not kann man sie mit Wasser ausspülen und gut. Ja, genau, um das untere Teil aufzubekommen. Sollte man aus irgendeinem Grund mal den Fänger vor, oben rausholen möchten. Einfach hier die Schraube rausnehmen. Die sitzt meistens ein bisschen strammer. Erklärt sich fast von selber, wenn ich die Schraube raus habe, kann ich den Fänger ein bisschen drehen, beziehungsweise einfach rausschütteln. Hier unten sitzt dann noch eine Feder drin, die den Fänger wieder hochdrückt. Ne? Dann hat man den in der Hand. Beim Einsetzen das ganze Spiel andersrum. Ich setze den hier drauf. Meistens nehme ich irgendwas wie einen Schraubenzieher oder sonstiges, drücke den runter nach vorne, halte den und setze die Schraube von der Seite wieder ein, dass die einfach wieder in das Loch vom Fänger unten in die Achse reingreift. Jetzt wackelt mein ganzer Versuchsaufbau hier mit dem Handy ein wenig. Sprich, dann kann man es ein Stück durchdrücken. Und hier ganz wichtig, wenn ich das festschraube, schraubt diese Schraube bitte nicht zu fest, weil wenn ihr hier dreht, diese Seitenwand hier neben der Mutter ist natürlich recht schmal. Sogar wenn die bricht, ist es nicht schlimm. Also sprich, Mac läuft noch genauso wie vorher, aber muss ja nicht sein. Sprich, wenn ich hier drehe, wirklich nur vorsichtig, bis fest ist, ne, locker und dann ist gut. Das sitzt ja fest, das Teil, da lockert sich nichts. Dann setze ich die Feder wieder rein. Ein Teil in die eine Richtung, ein Teil in die andere Richtung, setze die Kappe drauf und kann die Schraube hier wieder einsetzen. Ja, ich muss jetzt eigentlich gar nicht ganz festdrehen. Es ist super spannend für euch zu sehen, wie ich diese Schraube nach und nach in dieses Magazin reinziehe. Hier auch, hier kann man schon ein bisschen Spack anziehen. Aber natürlich vorsichtig sein, ne? Irgendwann gibt Material nach. Genau. Und dann für die, die sie noch nicht kennen, sprich 13 Schuss, 13 First Strike passen rein. Und
Das Ganze läuft dann wunderbar und 13. Also das dazu, wie gesagt, nur darauf achten, hier nicht festknallen, wenn ihr es wieder zusammenzieht. Hier die Kappe erst nach unten und dann wegnehmen, damit ihr hier oben den Pin nicht abbrecht, der in das große Teil von dem Mac reingreift. Und genau, so bekommt er die auf und wieder zu, ohne dass was kaputt geht. Dann schießen wir uns. Wir sehen uns.